So, willkommen zurück bei Let's Fets, Let's Play. Wir haben noch ein Emote hier. Wicker. Ja, wir machen direkt mit der Hauptgeschichte weiter. Und falls ihr das Video mögt, vergesst nicht, ein Abo dazulassen oder zu liken. Und wenn nicht, dann halt nicht. Auf geht's zu Alfinotti. Das hier ist das Archaeon. Von dem aus das gesamte Labyrinth verwandelt wird. Es ist der Zugang zum eigentlichen Lager. Es ist mit einer ganzen Reihe von gewaltigen Lagerstätten verbunden, die aus dem Gestein der Magmakammer geschlagen wurden. Dort werden zahllose Forschungsobjekte, Rohstoffe, Materialien und alles Erdenkliche eingelagert und katalogisiert, das die Klauber und Forscher über Jahrzehnte und Jahrhunderte eingesammelt haben. Hier ist die gesamte Geschichte des gesamten Schaffenswerks Schalayans gelagert. Es ist sozusagen das Herz unserer Nation. Alles klar? Danke für den Input. Nächste Hauptgeschichte. Mit Helm diesmal. Schauen wir uns doch mal im Archaeon um. Im Eingangsbereich sollte sich eine Rezeption befinden. Alles klar? Dann machen wir das. Ab im Eingangsbereich. Ach du Schreck, jetzt hat sich hier schon wieder ganz viele Nebenquests aufgeploppt. Na toll. Ah, da drüben, das ist doch auf Fate-Händler. Ich habe gedacht, hier Chocobo-Aktivierung, aber das war ja im Eingangsbereich. Ne? Ja, das ist das Übliche, ne? Hier Fate, bla bla, in der Region freischalten. Ne? Ein Ausrufezeichen weniger, das man schnell machen kann. Harmonisiert hatten wir uns. Und jetzt reden wir mit der Rezeptionistin. So ist es. Okay. Oh, mit Sequenz. Vielleicht sogar gevoiced? Fände ich mal wieder nice. Leider nicht. Taljak zum Gruße. Wir sind gekommen, um uns im Archaeon umzusehen. Wäre das möglich? Ihr gehört nicht zu den Mitarbeitern des Lagers und wie Klauber seht ihr auch nicht aus. Darf man fragen, welcher Organisation ihr angehört? Ich und meine Begleiter hier gehören zu Baldesions Gelehrten. Meines Wissens sind die Einrichtungen des Labyrinthos noch immer für die Öffentlichkeit zugänglich. Oder hat sich da etwas, hat sich daran etwas geändert? Hat ja nur gefragt erstmal. Nun, normalerweise trifft das zu. Allerdings führen wir momentan eine große Inventur durch. Unbefugte haben da keinen Zutritt zu den Lagerstätten des Archaeons. Da kann man nichts machen. So frustriert es auch ist, wir müssen uns wohl woanders umschauen. Eine Frage noch. Hier soll es einen Fahrstuhl geben, der zur mittleren Ebene des Labyrinthos führt. Dürfen wir den denn benutzen? Nein, okay. Ich bedauere, aber der Fahrstuhl ist momentan ausschließlich für den Warentransport reserviert. Dann kommen wir ja nirgendwo... Na, das ist Vasi, Entschuldigung. Dann kommen wir ja nirgendwo hin. Eine Unannehmlichkeit, die sich momentan nicht vermeiden lässt. Es steht euch jedoch frei, nach der großen Inventur noch einmal zurückzukehren. Eine reine Zeitverschwendung war das. So ein Ärger. Dabei waren wir so nah dran, endlich etwas Handfestes herauszufinden. Naja, gibt's keinen Weg für zu Fuß darunter? Ziehen wir uns vorerst zurück und überlegen in Ruhe, wie wir als nächstes vorgehen. Ja, weiß auch nicht, ob es so klug war, vor dem darüber zu sprechen. Oh, da sieht man. Aha, Baldesions Gelehrter also. Das war nicht so klug. Hätten sich erst zurückziehen sollen und dann darüber sprechen. Alles klar. Ishtola. Was machen wir jetzt? Ich sehe momentan leider keinen anderen Weg, dem Rat auf die Schliche zu kommen. Aber aufgeben möchte ich auch nicht. Das Archaeon ist auf jeden Fall vorerst keine Option mehr. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg nach unten suchen, wenn es denn einen geben sollte. Es wäre ja zu dumm, wenn es keinen anderen Weg geben sollte.
Die einzigen, die noch eine Alternative kennen könnten, sind diejenigen, die an dieser Lagerinventur beteiligt sind. Oder aber einer der Klauber nimmt uns mit nach unten. Versteckt euch in Kisten! Ich schlage vor, wir teilen uns auf und fragen einfach nach. Vielleicht gibt es ja jemanden, der eine helfende Hand gebrauchen kann. Alles klar. Das ist ein Mount, hä? Gucken wir mal. Reittierverzeichnis, das müsste doch... Guck mal, hier werden nur meine Favoriten angezeigt. Wie ging denn das? Ah, guck mal, der ist sogar unter Favoriten. Das war das Vorbesteller-Ding von Shadowlands, hä? Die haben jetzt alle Ausrufezeichen gekriegt. Noch mehr Nebenquests. Sieht so aus. So, verzweifelte Studentin. Oh, so ein Mist. Wir müssen unbedingt nach unten gelangen. Wir sind Schüler der Akademie und wussten nicht, dass das Archeon geschlossen ist. Wir haben kürzlich im Hain der Einkehr eine Spezies entdeckt, die offenbar noch nicht katalogisiert wurde. Wir wollten sie soeben abliefern, damit sie ordentlich untersucht werden kann. Rumpel, 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 quiek, quiek, flöt. Quiek, flöt? Sehr witzig. Habt ihr eine Flöte reingeschmissen? Solche Laute habe ich noch bei keinem anderen Tier vernommen. Bis das Archeon wieder geöffnet ist, müssen wir uns wohl um den Racker kümmern. Also es ist auch nicht, wir können uns nicht in Kisten packen. Weil selbst die Studenten dürfen nicht runter, um irgendwas zu bringen. Halt bei einem Klauber in der Kiste. Was haben wir da drüben? Erschöpfter Arbeiter. Wie könnte uns das weiterbringen? Seinen Klamotten abgreifen. Wie soll ich euch mit nach unten nehmen? Ich soll euch mit nach unten nehmen? Nee, tut mir leid. Aber ich habe gerade mal eine kleine Verschnaufpause bekommen. Und die will ich auch voll auskosten. Oh, hast du wahrscheinlich verdient. Aber gerade eben ist einer meiner Kollegen durch das Tor da gekommen. Er schleppte jede Menge Getier mit sich und wird wahrscheinlich auf dem Weg nach unten sein. Oh, danke für den Tipp. Das werden wir doch mal weiterverfolgen. Wo ist denn der? Voll außerhalb der Stadt. Labyrinthos Narbo. Ui. Hier geht's nicht hoch, oder was? Okay. Alles klar. Kommt ihr beide noch her? Gibt's eins auf de Gosch? Boah, das Fernkämpfer. Ne, nur eine Fernkampfattacke. Das ist immer das Schlimmste für einen Tank, wenn ein Fernkämpfer dabei ist. Dann muss man so komisch die Mobs bewegen. Dann, wenn andere Spieler mit dabei sind, natürlich, meine ich. So, aber der an sich kein Problem. Oh, reicht das für eine Erfahrung? Nein, schade. Kein Level Up. Psst, leise, oder du verscheuchst sie mir noch. Kennen wir den nicht schon? Ah, doch. Hey, dich kennen wir noch. Irgendwie laufen wir uns momentan ständig über den Weg, was? Ich war gerade dabei, einen weiteren Auftrag zu erfüllen. Diesmal stehen einige große Vögel auf dem Programm. Ja, überlass das nur mir. Du willst mir wieder helfen? Die Arbeit scheint dir ja mächtig Spaß zu machen. Klar, wenn wir was irgendwie doch Beziehungspflegen und so. Tatsächlich könnte ich deine Hilfe gerade gut gebrauchen. Hier, an dieser Wasserstelle, versammeln sich viele verschiedene Vogelarten. Ich habe es auf die Hornraben abgesehen. Und eine Rabe mit einem Horn. Sie haben ein grünes Gefieder und haben einen quakenden Laut, geben einen quakenden Laut vor sich. Etwa so. Quack! Hier ein paar Narkosepfeile. Aber pass auf, dass du dich nicht selbst ins Land der Träume beförderst. Gut. Ich lege mich etwas weiter unten am Fluss auf die Lauer. Sobald du einen der Hornraben erwischt hast, bereite ich ihn zum Abtransport vor. Aber pass auf, dass du nicht die falschen Tiere erwischt. Alles klar? Ah, muss man so durchs Fernrohr gucken und Pfeilrohrmäßig so. Okay. Grünes Gefieder. Ne? Quark, Quark. Aber uhu, uhu, Quark, Quark. Aber der hat ja kein grünes Gefieder, oder? Der hat grünes Gefieder.
Kikiriki. Qua, qua. Okay. Kann ich den? Voll verfehlt. Oh, die bewegen sich aber flott für so ein Spiel mit einem Controller. Geht das hier nicht so leicht? Das ist auch nicht gezählt. Doch. Okay. Jetzt hat's gezählt. Zum Glück hatten wir unendlich Muni. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Gab es da irgendeine Munitionsanzeige? Da musste eh nur einer sein. Easy peasy. Und gleich den richtigen. Perfekt. Ja, Final Fantasy XIV ist nicht zum Zielen mit dem Controller ausgelegt. Der Rest vom Spiel geht ja super flüssig mit dem Controller, aber so. Oh, ein kleines Nickerchen. Ja, super. Jetzt auch in den Jutesack packen. Alle Tiere in meinen Jutesack packen. Wo ist mit dem anderen dicken Viechern? An denen läufst du jetzt einfach vorbei. Gar nicht schlecht. Er hat eine Stimme gekriegt. Du hast offensichtlich Talent. Warte einen Moment. Ich versorge noch schnell unseren Freund hier. Alles klar. Gut. Dann. Auf geht's, würde ich mal sagen. Ah, hier bist du. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, und dann habe ich dem geholfen und ja, und so, und grün, und der hat ein quakender Frosch war. Du hast also Vogel, diesem Klauber von vorhin dabei geholfen, einen Hornraben zu fangen? Ich verstehe ja, dass Lebewesen aus der Außenwelt ins Labyrinthus geschafft werden. Aber wo liegt der Sinn darin, Tiere zu fangen, die ohnehin schon hier leben? Abchecken, ob es ihnen gut geht. Damit die Tiere, die hier unten sind, schön gesund bleiben. Finde ich jetzt nicht so abwegig. Das ist keineswegs ungewöhnlich. Es kommt durchaus vor, dass wir Tiere und Pflanzen nach ihrer Erforschung wieder auswildern, wenn sie in dieser Umgebung schwer zu halten sind. Aber wir können sie nicht einfach so in die Freiheit entlassen. Okay. Es ist die Aufgabe der Klauber, diese Kreaturen in ihren gewohnten Lebensraum zu überführen. Ja. Wurde es ja erstmal noch nichts abwegig. In diesem Fall liegt die Sache allerdings etwas anders. Wir siedeln die Hornraben in die Tiefe um. Und da muss ja erst durchgecheckt werden, oder was? Was ist jetzt so außergewöhnlich daran? Zu den unteren Ebenen des Labyrinthos haben nur ausgewählte Forscher Zutritt, die vom Rat der Philosophen bestimmt wurden. Ja, und die Klauber anscheinend, wenn sie was transportieren müssen, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, werden dort unten Wissen und Technologien aufbewahrt, inklusive verbotener Magie. Allerdings darf nichts davon je an die Außenwelt dringen. Selbst wir Exegeten kennen die eigentliche Wahrheit nicht. Wenn ihr es geheim haltet, dann die Forscher, schon, die dort arbeiten, sind in einer speziellen Einrichtung untergebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind so streng, dass die Forscher die Stadt im Prinzip nicht verlassen dürfen. Ja, das ist natürlich krass. Denkt man natürlich sofort, da passiert was. Das aber ist shady. Was will man an einem solchen Ort mit einem Hornraben? Tests. Die sind doch keine Seltenheit. Test durchführen. Tja, es ist nicht so, als ob der Rat der Philosophen jemandem wie mir erklären würde, was sie mit den Sachen machen, die wir liefern. Aber von den Auftragslisten zu urteilen, die man uns zur Abarbeitung überreicht, handelt es sich dabei nicht gerade um Spitzenforschung. So viel kann ich sagen. Okay. Das kannst du davon ableiten. Sieht für mich eher danach aus, als wolle man auf den Südkontinent übersiedeln. Oh oh. Große Augen. Wie bitte? Nun ja, wir liefern zurzeit hauptsächlich Tiere und Pflanzen, die eine hervorragende Nahrungsgrundlage bieten würden. Dann doch, dann machen die sich da unten ein Zuhause. Außerdem sind es allesamt sehr robuste und anpassungsfähige Arten, eben, die auch in unwirtlichen Umgebungen überleben können. Dazu gesellen sich dann noch solche, die sich positiv auf die Boden- und Wasserqualität auswirken. Ja, aber dann steigt ja mein Verdacht nur noch mehr, dass sie sich da unten so ein Zuhause bauen, für wenn die Welt untergeht, sind die sicher. Du hast recht. Das klingt ganz danach, als wolle man irgendwohin übersiedeln. Letzten Endes ist das alles nur Spekulation.
Schließlich sehen wir Klauber nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was hier vor sich geht. Es könnte auch was ganz anderes sein. Klar, der Transport könnte. Ist unser Metier. Der Schutz des Wissens, ob groß, ob klein, soll unser Geschenk an die Zukunft sein. Ist das so euer Leitspruch, oder was? Tut mir leid, dass ich mich nicht mehr für deine Hilfe erkenntlich zeigen kann. Aber ich muss jetzt wirklich wieder los. Dann die Arbeit ruht ab. Nie. Eine Sache noch. Wie der Zufall so will, suchen wir nach einem Weg in die tiefere Ebene. Könntest du uns da nicht mitnehmen? Also, wenn du schon dorthin unterwegs bist. Diese super erfahrene Jestoler stolpert fast über ihre eigenen Wörter. Witzig. Witzig. Nein, tut mir wirklich leid. Das wird nicht gehen. Die Exemplare werden nach der Lieferung mit einem Fahrstuhl transportiert. Ja, und dann packen wir dich in Kisten, uns in Kisten. Ich muss zwar persönlich runter, um den Papierkram für die Ladung zu machen, aber ihr werdet kaum als Träger durchgehen, wenn es nichts zu tragen gibt. Aber als Exemplare vielleicht. Müssen wir uns ganz nah an Jestola Schade. Ran Ein kuscheln. Versuch war's wert. Oh, er denkt nach. Wenn ihr gut in Form seid, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Klettern. Schweben. Blieben. Seht ihr den Weg dort? Zauber, Zauber. Der führt zu Stollen 33. Ein Dungeon? Dort wird Material zur Erweiterung des Labyrinthos gewonnen. Vielleicht. Es ist zwar nicht die sicherste Passage, ja, aber man kann sie nutzen, um zum Medialzirkel zu gelangen. Dungeon? Von diesem Stollen habe ich noch nie gehört. Danke, das hilft uns wirklich sehr weiter. Oder nur so Singleplayer. Nichts zu danken. Instanz vielleicht. Wird mir auch schon Aber reichen. Aber denkt daran, ist wieder ein bisschen ihr Action. Handelt auf eigene Verantwortung. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, solltet ihr euch lieber einen anderen Weg suchen. Viel Glück. Warum? Was kann denn... Ja, wenig Details darüber gegeben. Viele Monster gefährlich oder klippenmäßig gefährlich. Ein Weg ist ein Weg. Und momentan sehe ich keine Alternativen. Also nehmen wir diesen Stollen doch mal unter die Lupe. Ja, klar. Unbedingt. Aber wenn wir jetzt... Wenn es ein echtes Gewölbe wäre und die NPCs mitnehmen, hätten wir keinen Tank, wenn ich keiner wäre. Also glaube ich kein Gewölbe. So. Dann, oh, Spannung steigt, die Gäste toben, oder? Ist das wieder die Katzenlady? Yeah! Du. Level up. Meister des steinernen Herzens. Ja, badabadu. Alles klar. Dann spiekern wir mal damit. Wem? Mit Alfino. Er hat ja gesagt, er will hier einen auf Anführer machen. Wen haben wir denn da? Ganz schick angezogen. Mit Rollkragen und so. Da zischt sie weg auf ihrem Stühlchen. Das muss Stollen 33 sein. Hörst du das auch? Ich glaube, der Stollen ist nicht unbewohnt. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Und pass auf, wohin du trittst. Der Boden ist hier heimtückisch. Lass uns lieber nicht überhasten. Alles klar? Schauen wir uns doch mal das Helmchen an. Tschin-tschin. Momentan. Nee, Arsenal. Nee, Charakter. Meine Güte. Voll gut. Ist er besser? Nein, ist er nicht. Und wie wird er aussehen? Machen wir hier über den Chat. Anprobieren. Dieser dunkle, genau. Mit allem anderen zusammen. Also farblich wird er passen. Witzig, witzig. Oh, vielleicht tue ich den in die Platte mal rein. Falls man mal Bock hat auf den Helm. Dann hat man was farblich passendes zu dem Outfit. Alles klar, wo sind wir denn bei? Fast 20 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir hier das nächste Mal weiter. Da geht's dann ab in Stollen. Holla, Andri, ho! Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.